Servus Leute, was geht ab? Willkommen auf ein Reaction-Video heute. So, wir schauen uns jetzt mal das Video von Alan Bang an. Rücken auf Sifra rasiert, Teil 4. Ja, du musst mit dem Trimmer ran, das Fisch fehlt. Aber egal, ist aber Rücken. Okay, dann übergeben Sie das dem Herrn Müller. Oh, oh, der ist aufgewacht. Gucken Sie. Er ist aufgewacht. Machen Sie Kung Fu bei ihm, bitte. Okay, dann komm mal einmal mit. Na, hör mal. Okay, 1, 2, 3. So, meine Freundchen, Alan Bangovic ist wieder da mit einer neuen Folge von Wenn du Eier hast. Das geht gerade so viral. Alle wollen Wenn du Eier hast sehen. Und deswegen habe ich wieder Rashid Nafri Blick dabei. Kollege, alles gut? Zeig mal wieder deinen Nafri-Blick. Alles fit, Kollege. Warum geben wir Check? Wir haben uns schon 3 Stunden vorher gesehen. Da kommt so einer auf den. Oh, Bruder, wie geht's dir? Alles gut, frisch gesehen, Digga. Hast du die Kommentare gelesen unter deinem Video? Unter letztem Video, ja. Einer hat kommentiert, Rashid kennt es nicht, keine Eier zu haben. Also. Ich kann nicht verlieren, weil die Eier sind schon weg. Der beste Rapper in Berlin ist wer in Deutschland? Rin. Wer ist der beste Rapper in Deutschland? Rin, Renata Szymonowicz. Los, Apache. 1-1-0, die Polizei, you get lol. Okay. So, meine Freunde, nachdem wir erfahren haben, wer der beste Rapper in Deutschland ist, Renata Szymonowicz, machen wir weiter mit Wenn du Eier hast. Wir machen heute eine Auslosung, weil letztes Mal war einfach Katastrophe. Wir wussten nicht, wer anfängt. Dieses Mal, was nimmst du, Kopf oder Zahl? Kopf. Kopf, okay, ich nehme Zahl. Wer was kriegt, der fängt an. Also der gibt Aufgabe für den anderen. Okay. Zahl, was habe ich genommen? Zahl. Ich habe gewonnen. Okay, Nafri Blikowski, deine erste Aufgabe ist ganz einfach. Ich sehe, du bist ganz behaart geworden, rasierst dich nicht mehr, hast keine Kohle für Friseur. Schaut mal seinen Blick an. Richtig geil. Ist wahrscheinlich, Digga, am Ende des Monats schon Ende des Geldes. Also, guck mal, ich habe einen Rasierer für dich, aber nicht für dein Gesicht. Mhm. Für Gesicht kann ich dir auch andere geben, kann ich dir spenden. Mhm. Aber das ist für deine Rückenhaare. Mhm. Und zwar gehst du jetzt zu einer Person hin, fängst an, deinen Rücken zu rasieren. Mhm. Und dann sagst du, hey Kollege, ich komme nicht ran, ich habe gleich ein Date. Kannst du meinen Rückenhaare rasieren? Mhm. Und du penetrierst die Leute so lange, bis die wirklich deine Rückenhaare rasieren, Kollege. Mhm. Okay? Okay. Auf geht's. Kollege, ganz kurz. Ja. Guck mal, ich habe gleich hier ein Date. Ja. Okay. Ich brauche deine Hilfe. Ist schlecht. Ist wirklich zu einer Minute nur. Was muss er machen? Guck mal. Muss ich was machen? Ja, ganz schnell. Komm, ganz kurz. Rasier mal schnell meine Rückenhaare. Nein. Ganz schnell. Oh, stabil, Digga. Deine Freundin auf dem Rücken, ja? Ja, weil sie steht nicht so auf Affen, ja, weißt du? Ja, musst du vorne aber auch machen. Vorne ist noch schlimmer, du liegst doch auf ihr. Ja, Tamam, machst du vorne auch? mach mal vorne. Ja. Aber der macht wirklich vorne. Vielleicht von unten nach oben? Ja, musst du mit dem Trimmer ran, das ist nicht viel. Aber egal, ist aber Rücken? Rücken ist ein bisschen weniger, ja. Tamam, danke dir, ja? Stabil. Okay, Nafri Blikovic, ich bin mal gespannt, was du mir für eine Aufgabe gibst. Also, Alan, du musst mit meinem Anmachspruch eine Nummer klären. Okay. Und ich bin gütig mit dir, du hast 3 Versuche. Okay. Ist dein Vater Gärtner, denn du bringst meine Gurke zum Wachsen. Bruder, irgendwie sehe ich schon, dass ich schlecht kassieren werde. Ich wette, ich kassiere gleich so. Nee, oder? Jetzt geht er zu ihr wahrscheinlich. Achtung. Der Blick schon. Entschuldigung, ist dein Vater Gärtner? Warum? Nee, Lentner, das ist ja fast das Gleiche. Weil du bringst meine Gurke zum Wachsen. Hast du Bock auf einen Kaffee Cappuccino heute Abend? Jemanden. Haben Sie schon jemanden? Richtig. Ach so, dann tut mir leid. Nicht, dass er jetzt vorbeikommt und mit seinen Stiefeln und mir in die Fresse gibt. Okay, alles Jüti, dann viel Spaß noch. Wir sehen uns. Okay, Detektiv Rashidunovic, jetzt kommt deine Aufgabe. Siehst du diesen Rewe hier? Ja. Da kommen sehr viele Kunden raus. Und da wir in Ost-Berlin sind, sind hier viele Diebe unterwegs. Ja. Du machst wieder deine Security-Masche wie im letzten Video. Du wartest, bis eine Kunde rauskommt und sagst, hey, Kollege, tut mir leid. Ich glaube, du hast was geklaut. Einmal Durchsuchung bitte. Zap, zarap hast du gemacht, Kollege. Das ist kritisch, Digga, weil ich arbeite hier und bin hier jeden Tag. Egal. Also, du hast verloren, oder wie? Nein, Digga. Hier ist meine Arbeit. Und hier ist meine Arbeit. Ich arbeite auch in Berlin, auf der Straße sogar. Ich mache Pranks. Was muss ich machen? Ein
stoppen und ihn untersuchen. Guck mal, du stoppst eine Person und sagst, hey Kollege, du hast was geklaut, ich bin Security hier. Hast du sogar eine Security-Mütze? Ja, ja. Eine Tschetschener-Mütze. Er sieht aus wie Palästinenser. Ach, Digga. Da mach ich mal. Ich bin Rashid. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr mich schon mal gesehen habt. Ich arbeite hier als Ladendetektiv. Ich glaube einmal, ja. Genau, ich arbeite hier als Ladendetektiv. Und ich würde euch mal gerne einmal kontrollieren, weil ich habe gesehen in der Kamera, da waren zwei Leute, die euch ein bisschen ähnlich sind. Der Fokus halt nicht so aufs Gesicht. Mhm. Aber sind auf jeden Fall was geklaut worden. Ich würde gerne einmal die Quittung sehen, bitte. Ist nicht vorhanden. Okay, dann komm mal bitte einmal mit. Na, hör mal! Können wir mal kurz zur Kassiererin gehen und sie können dann Bescheid geben, dass... Genau, komm mit. Na, hör mal! Kommst du bitte her? Ich habe ich dir gerade erklärt, mein Lieber. Ja, aber keine irgendwie Bescheinigung, dass du auch dazugehörst. Sag doch von Anfang an. Er kennt mich. Ich habe dich vielleicht einmal gesehen, wie gesagt. Genau, das ist meine Sparkassenkarte. Ja, der war gut. Der hat kurz überlegt gehabt, was soll ich jetzt zeigen. Kollege, warte. Mach nur Spaß, Kollege. Okay, Rashidunovic, du warst Security sein Vater jetzt. Ich habe gesehen, du hast mich jetzt in einen Wohnblock reingebracht. Was willst du machen? Bist du ein bisschen Jambalamba oder was? Leute, ganz kurze Werbung für mein Merchandise. Wenn ihr mein Merchandise ballern wollt, dann kauft hier auf meiner Webseite alambank.com, da gibt es mein Merchandise. Zum Beispiel, was ist Problem hier? Oder Kollege, oder hast du Bock auf ein bisschen Jambalamba? Alle Merchandise auf meinem Shop alambank.com. So, weiter geht's. So, Anon, kennst du ein paar Ringestreiche, so klassische Pranks? Ja, haben wir gemacht, wo wir 3 Jahre alt waren. Was machst du heute? Dann sagst du, DHL ist da. Er macht auf, weil er denkt, er kriegt irgendwas. Und dann, wenn du oben bist, sagst du, du willst irgendwas haben. So, hast du die Ware, hast du ein bisschen Kuchen, hast du ein bisschen irgendwas einkaufen, Salz, irgendwas, was du von ihnen haben willst. Digga, aber es geht noch, es geht noch. Ja. Ich glaube schon. Okay, hier, ja? Ja. Okay, komm mal mit hoch. Okay, meine Freundchen, wie gesagt, wie damals mit 3 Jahren, Klingelstreich fängt an. Warte, ich klingel einfach. Ich klingel bei Müller. Bei Müller Sellerie. Ja. Hallo? Der HL Müller Sellerie? Ja, okay, also 4. Etage. Was hat er gesagt? 4. Digga, der ist Müller, hast du gesehen? Hallo, Herr Müller? Nein, ich bin zu Besuch hier. Hier ist nichts, Herr Müller. Okay, an den Herrn Müller, der hat bestellt, diese drinnen ist Baba-Stoff. Ja, Baba-Stoff. Bitte übergeben, ja? Das ist mir der Mann, das ist nichts Stoff, oder? Nein, der Herr Müller hat Stoff bestellt. Gucken Sie mal, der muss so nehmen, so, und ist alles gut bei Ihnen? Weil Sie sehen ein bisschen verwirrt aus, als hätten Sie Drogen. Oder sowas. Ist alles gut bei Ihnen, ja? Also keine Probleme. Okay, dann übergeben Sie das dem Herrn Müller, ja, diesen Stoff, und Fragen hat dhl.de. Ja? Okay, tschüssi. Okay, Kollege, Müller ja Selami war nicht so begeistert von DHL-Paket. Ich weiß auch nicht, obwohl, nee, es war nicht Müller ja Selami, weil das war zu Besuch jemand. So, jetzt bist du dran. Ich gebe dir jetzt Aufgabe. Also, Kollege, wie gesagt, wir sind in Ost-Berlin. Hier ist ziemlich gefährlich, Kollege. Deswegen muss ich das auf die Höhe spitzen, Kollege. Wir machen Folgendes. Du steigst in ein Auto ein, die bei Ampel steht oder irgend sowas. Du steigst in ein Auto ein und sagst, hey, tut mir leid, draußen ist kalt und meine Jacke ist ein bisschen dünn, kann ich schlafen hier? Und du schläfst einfach eine Runde, bis er dich rausschmeißt, oder? Was weiß ich, Digga, mir ist egal, einfach schlafen im Auto hinten. Der kriegt immer die besten Aufgaben, der hier. Bist du dabei, ja oder nein? Digga, ich hab echt die größten Eier, aber man darf nicht vergessen, ich arbeite hier, Digga. Und irgendwie ist der Aufruf, dann ist Katastrophe. Tut mir leid, Kollege, aber ich arbeite auch hier. Ja, Berlin ist meine Straße, ich verdiene damit mein tägliches Brot. Also das ist keine Ausrede, meiner Meinung nach. Aber ich mach. Geiler Typ. Nein. Geiler Typ. Hallo, Spiegel TV Reportage. Was ist passiert hier? Hm? Wir machen Reportage, Spiegel TV. Wir haben gesehen, hier ist gerade Action. Was ist passiert? Was ist passiert, Kollege? Ich bin Journalist. Was ist gerade passiert? Moment. Ja. Heute bin ich.
Ich bin Journalist. Draußen ist irgendein ein Typ in sein Auto, schläft drinnen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja. Der hat's verstanden, ne? Kannst du... Der ist aufgewacht. Gucken Sie. Er ist aufgewacht. Machen Sie Kung Fu bei ihm, bitte. Okay, Alan. Ein cooler Typ auf jeden Fall, ne? Der hat sich überhaupt nicht aufgeregt. Die nächste Challenge, du gehst zu Leuten und fragst nach der Straße. Keine Ahnung, sagt, wissen Sie, wo die Müllerstraße ist? Egal, ob sie die Straße richtig sagen oder sagen, ich weiß nicht. Während die reden, probierst du sie zu küssen. Nein. Aber nicht nur andeuten, sondern wie? So. Na, Kuss. Hör auf, Dafri. Was? Und wenn sie mitmachen? Jambalama. Nein, Digga. Digga, das ist auch Straftat, Digga. Das ist Belästigung. Digga, gib mir mal Straftat, Mann. Nächstes Mal kannst du auch was klauen. Digga, das macht keinen Spaß mit ihm. Ich hab gewonnen. Normal hast du gewonnen, Digga. Pranks sind auf eine Art und Weise immer asozial. Straft, ich hab keine Papiere, Digga. Guck mal meine Papiere. Wenn ich Deutscher wäre, okay, aber guck mal, das ist mein Pass, Digga. Guck mal, das ist meine Papiere. Kein deutsches Papier, Digga, wenn ich einmal mit Polizei. Ohne Scheiß. Ich war bestraft, mir egal. Jetzt gibt er noch bestimmt, guck mal, bestimmt irgendeine Bestrafung mit ohne Witz, Digga. Ohne, ich weiß, ich kenne noch deine Pranks, Digga. Seine Pranks sind Lutsch-Prank, Kacken-Prank, gib mir den Mund-Prank. Ich mache den jetzt mit Wasser voll und werf dich damit ab, weil ich derjenige mit Eier bin und ich habe den Schuss. Und ich gebe dir meinen Schuss in deine Musch. Let's go. Was? Tamam, Hadi, lass Wasser suchen. So, Leute, kauf mein Merch, ja? Digga, was willst du machen? Von oben. Wie von damit oben? Platz. Auf meinen Kopf oder was? Ja. Digga, ich werde erfrieren. Egal. Ich muss nach Hause fahren. Alles für die Klick. So genau. Alan, beeil dich. Ready? Digga! Geh ein bisschen runter. Geh auf die Knie. Was für auf die Knie? Alan, geh auf die Knie. Okay, eins, zwei, drei. Sajlo. Das ist mein Merch. Was ist das Problem? Ja, wir haben auch ein bisschen Jambalama-Kopf, mein Merch-Kollege. Digga, ich erfriere!